Ja, hallo zu meinem zweiten Video. Wie angekündigt, aber leider nicht eine Besprechung des Hollis Discovery, weil das habe ich mir für später aufgehoben und ja, das wird auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich im monatlichen Zyklus mal so das ein oder andere Video online zu stellen, in dem ich dann so einige Sachen einfach mal von mir gebe, vielleicht auch ein paar allgemeinere Sachen. Heute möchte ich einfach mal zwei Sachen besprechen oder vorstellen. Seit meinem ersten Video, kurz vor Weihnachten, haben einige neuere Pfeifen oder einige Pfeifen zu mir gefunden. Ich war sehr umtriebig auf eBay zum Beispiel und habe durch ja, mehr oder weniger Zufall in einem Laden in Berlin auch zwei Pfeifen entdeckt, die mir sehr gefallen haben. Wo ich dann leider auch nicht Nein sagen konnte. Leute, die bei Google Plus ein bisschen unterwegs sind, werden es sicherlich schon gesehen haben, das eine oder andere Foto auch von den Pfeifen. Ich möchte sie hier einfach mal auch in bewegten Bildern nochmal zeigen. Tja, dazu müsste ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Ich bin seit einiger Zeit so ein bisschen dem Petersen-Fieber verfallen. Und mein Bestand an Petersen-Pfeifen hat sich exorbitant erhöht in der verhältnismäßig kurzen Zeit. Was aber auch dem geschuldet ist, dass ich bei eBay wirklich für sehr schmales Geld teilweise in meinen Augen recht schnuckelige Stückchen erstanden habe, sodass ich dort einfach auch nicht Nein sagen konnte und auch mitgeboten habe. Manchmal vielleicht auch einfach auf gut Glück, weiß ich nicht, was da bei eBay überhaupt manchmal so für eine Rolle spielte. Keine Ahnung, wie das da manchmal geschieht. Fangen wir mal einfach an. Als erstes ist es eine Petersen Dublin ohne Filter, auch made in the Republic of Ireland. Die habe ich in Berlin in einem Laden gesehen, durch Zufall. Ich kramte dort in diesem Schieberegal rum und sie lag dort oben im Regal oder hing dort oben und ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich war total fasziniert von dieser Pfeife. Das ist ja, die Dublin-Serie. Ich habe jetzt auch noch nicht allzu viel im Internet recherchiert. Mit einem Dublin-Shape. Also, es ist das Shape Nummer 120 bei Petersen. Und ja, das ist das gute Stück. Na, ich muss es noch lernen. Also, typischer für eine Dublin geht schon fast gar nicht mehr. Ich zeige sie einfach mal so ein bisschen rum. So. Und das Faszinierende an dieser Pfeife, worüber ich aber auch noch nichts gefunden habe, ist die Tatsache, dass auf dem Silberring eine Prägung vorhanden ist, die ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig erkennen kann. Also die Pfeife ist von 2000 oder 2001. Ich muss mal nachgucken, diese Punze Q. Ich glaube 2001. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, ob man es genauer erkennen kann. Ich kann es ja mal reinhalten, ob die Kamera das hinkriegt, das so zu fokussieren. Nee, ich glaube, das erkennt man nicht. Da steht irgendwie was von Petersen Dallen. Also ich weiß nicht. Also ein B ist es definitiv nicht. Ob das eine Fehlprägung ist oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Diese Pfeife ist ohne Filter und raucht sich einfach mal fantastisch. Vom Füllvolumen, ja, gut mittleres Füllvolumen hat sie. Wenn man den Finger reinsteckt, sieht man es. Also da passt schon ein bisschen was rein. Ich nehme sie trotzdem gerne für Flakes, die ich teilweise aufrubbel, weil sie mir manchmal sonst einfach auch zu feucht sind oder so. Der Marlin Flake ist so ein Kandidat dafür. Also entweder bin ich zu dusselig oder wenn ich mit der Knick- und Faltmethode bei ihm arbeite, geht er mir einfach auch zu oft aus und das nervt. Also dann rubbel ich ihn lieber ein bisschen auf und nehme diese Pfeife dafür. Und da in dieser Pfeife raucht er sich einfach mal fantastisch. Also das war die Nummer 1. Die Nummer 2, die ich jetzt erst vor kurzem erstanden habe, das hat einfach einen simplen Hintergrund. Ich hatte einfach auf gut Glück eine Höchstgrenze eingesetzt und zwar von sage und schreibe, ich glaube 10 Euro waren es. Und habe für 6 Euro dieses kleine Schnuckerchen erstanden. Das ist eine Petersen
Standard, System Standard, im Shape 314. Im Verhältnis zu der anderen kann man mal den Größenvergleich sehen. Also sie ist, ja, also es ist wirklich ein kleines Pfeifchen, in Anführungsstrichen. Ich komme dort auch gerade mal so mit dem kleinen Finger rein, also mit dem Mittelfinger oder Zeigefinger oder Ringfinger oder den anderen geht's gar nicht. Sie ist also wirklich kleineres Füllvolumen, dafür natürlich auch prädestiniert für Feinschnitte oder halt auch teilweise auch, ich nehme sie auch für Flakes. Ich habe sie ein bisschen restauriert, also ein bisschen aufgearbeitet, weil sie war halt doch schon ganz schön, naja, im Inneren verdreckt, sagen wir es ruhig so. Also ich musste da schon einiges an Q-Tips oder Wattestäbchen und auch einiges an Alkohol aufwenden, um diese Pfeife sauber zu bekommen. Jetzt ist sie sauber, sie raucht sich herrlich. Also es ist wirklich ein kleines, schnuckeliges Stückchen, was so bei mir mittlerweile prädestiniert ist für so die Pfeife zwischendurch oder wie man das so nennen mag. Das Einzige, was mich an dieser Pfeife stört, ist, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, sie hat auf der Silberolive oben ein paar Riefen drauf, die, ja, weiß ich nicht, ob da mal jemand mit der Zange dran war oder weiß der Geier was. Mal gucken, vielleicht muss ich mal den Herrn Priewe fragen hier in Berlin, ob er mir das mal irgendwie aufarbeiten kann oder so. Mal schauen. Aber wie gesagt, für 6 Euro meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Wobei noch hinzukommt, dass die Punzen, die dort auf dem Olivenring drauf sind, ich weiß nicht, ob man sie jetzt erkennen kann, ob man das so richtig sieht, und auch die Art und Weise der Prägung, dass die vertikal mitläuft und nicht horizontal, deutet darauf hin, dass sie eine Pfeife ist, die von vor 1963 ist, zumindest laut einem amerikanischen oder englischen Forum, wo sich einige Peterson oder einer der Peterson-Leute dort mal geäußert hatte zu diesen Prägungen. Insofern bin ich froh darüber, dass ich dafür 6 Euro und ein paar Euro Versand da so ein Schnäppchen ergattert habe. Eine Pfeife, über die ich mich besonders gefreut habe, dass ich sie ersteigern konnte, für nicht 6 Euro, das gebe ich zu, aber trotzdem noch weit unter dem Preis, in dem sie vor 3 Jahren im Laden erhältlich war, ist diese Peterson St. Patrick's Day 2011. Also ich bin echt froh, diese Pfeife zu haben. Erstmal sieht sie sehr schön aus. Zweitens habe ich mal geguckt in diversen Online-Shops und überhaupt mit Google und allen möglichen Suchtools. Scheinbar gibt es die 2011er so ohne weiteres nicht mehr zu kaufen. Sie ist nagelneu. Auch von mir nach wie vor ungeraucht. Ich habe sie noch nicht eingeraucht. Bin ich sehr froh drüber. Ist super verarbeitet. Also ist keine Mängel, irgendwie gar nichts, was jetzt irgendwie darauf schließen lässt, dass diese Pfeife diesen ja, neueren Qualitätsstandards, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, entspricht. Nee, sie ist wirklich top und ja, keine Ahnung. Also Zugverhalten ist optimal. Die Bohrungen sind alle da, wo sie hingehören. Zumindest soweit, wie ich das bisher sagen kann. Es ist diese Shape 05 und ich bin einfach froh, diese Pfeife ja, ergattert zu haben. Eine weitere Pfeife, die zu mir gefunden hat, ist jetzt keine Peterson, also sind auch noch ein paar andere Petersons dazu gekommen, aber ich will jetzt nicht jede einzelne vorstellen, weil das soll ja auch kein Peterson-Video werden. Eine weitere Pfeife, die zu mir gefunden hat, ist eine Caminetto. Eine Bulldog, die ich über Google Plus, über den Andreas erstanden habe. Und ich bin froh, dass ich diese Pfeife habe, weil das ist eine wirklich, also eine Pflegpfeife schlechthin. Also sie ist wirklich optimal geeignet dafür, hat genau das richtige Füllvolumen, ist wunderbar gearbeitet, hat gearbeitet, ja, okay. Hat auch eine schön dickwandig im Kopf und sie raucht sich einfach fantastisch. Also der Orlik Golden Slice, den ich vorrangig aus dieser Pfeife rauche, lässt sich in dieser Pfeife wirklich extrem kühl und auch sehr langsam und auch ja, und dadurch halt auch sehr
nuancenreich, Entschuldigung, nuancenreich rauchen. Ja, das war es eigentlich schon zu den Pfeifen. Eine Kleinigkeit ist noch zu sagen, und zwar hatte ich mit dem Uwe einen Tausch vorgenommen. Ich gab ihm meine Stanwell Bamboo, weil sie war mir dann doch irgendwann zu klein vom Füllvolumen her. Und von ihm bekam ich eine Peterson Aran Bulldog. Ja, auch ein kleines schnuckliges Stückchen. Ist mittlerweile so meine Morgenpfeife geworden, die ich ja mit dem Smooth Latakia von Torben Dansk befülle und rauche. Wunderbar. Passt. Der Tabak schmeckt aus dieser Pfeife genial, weil es scheint wirklich genau das richtige Füllvolumen zu sein, weil bei dem Smooth Latakia habe ich festgestellt, ist das Füllvolumen zu groß, schmeckt er, naja, so im zweiten Drittel oder im dritten Drittel der Pfeife irgendwie, naja, nicht mehr ganz so gut. Ist der Pfeifenkopf zu klein, auch nicht so das Wahre, also ist genau das richtige Mittelmaß. Ja, so viel zu den oder einigen der Pfeifen, die ich in letzter Zeit erstanden habe. Kommen wir noch zu ein paar Tabaken. Auch da werden die Leute bei Google Plus sicherlich schon wissen, worum es geht. Oder die bei Google Plus meinen Beiträgen folgen. Ich habe so ein bisschen diese Samuel Gavith-Reihe für mich entdeckt. Ja, teilweise auch geschuldet den Videos vom Bombardonius, speziell zum Navy Flake von ihm, aus der, oder von Samuel Gavith. Den habe ich mir jetzt auch gegönnt. Also, es ist, ich brauche da nicht viel zu sagen, das hat Bombardonius schon gesagt. Also Leute, die auf Latakia stehen und Leute, die eventuell auch auf leicht und dezent und sehr gut aromatisierte Latakia-Tabake oder Flake stehen, sollten ihn probieren. Der Tabak ist eine Wucht, der Tabak ist der Hammer, der Tabak ist einfach nur genial. Also ich mag ihn total. Der Latakia kommt gut durch und so wie Bombardonis das auch schon sagte, es ist dieses Rum. Schrägstrich Rosinen, wie auch immer, Aroma, passt wunderbar. Also es ist einfach lecker. Oder dieser Tabak ist einfach lecker. Der zweite, der zu mir, den ich vorher auch noch nicht kannte, den ich probiert habe und dem ich auch hoffnungslos verfallen bin, ist der Full Virginia Flake. Ja, braucht man nicht zu viel sagen, auch nicht viel zu sagen. Probiert ihn einfach, also Leute, die auf Virginia Flakes oder Virginia Tabake in naturbelassen stehen, sollten ihn auf jeden Fall mal probiert haben. Der Duft der Dose, wenn, also das ist wirklich, wenn ich diese Dose aufmache, die ist nur leer, weil ich den Tabak grundsätzlich umfülle, oder an dem Tabak als solche rieche, dann ist das fast schon wie ein pavlovscher Reflex, der bei mir ausgelöst wird, weil das ist so ein, wie sagt man dazu, so ein Pumpernickel-Schwarzbrot-Aroma oder Duft, der dort aus der Dose strömt, ist Wahnsinn. Und er hat auch, wenn man ihn raucht, ein wirklich volles Aroma. Also es ist nicht so, dass dieses Full Virginia hier in dem Falle heißt, er ist stark oder er haut einen aus den Socken oder so ähnlich, sondern es ist wirklich volles Aroma. Und zwar wirklich total. Also das ist mit dem Irish Flake, der allerdings wesentlich stärker ist, einer der Flakes, die ich zumindest kenne, mit Virginia oder auf Virginia Basis, die wirklich am geschmacksintensivsten sind. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Dann habe ich noch einen weiteren aus der Samuel Gavith Reihe probiert, und zwar den Squadron Leader. Wo ist er? Hier. Auch ein Tabak mit Latakia und türkisch respektive Orient-Tabaken. Erinnert entfernt so ein bisschen an den EMP von Dunhill, hat aber meiner Meinung nach den Vorteil, dass er ja, er ist gehaltvoller, was die Geschmacksaromen betrifft. Ich weiß nicht, ich kann mich auch täuschen, aber ich habe früher so in den 90ern den Dunhill EMP geraucht und habe ihn auch jetzt wieder hier und habe ihn geraucht und irgendwie war ich enttäuscht. Also kann sein, dass es jetzt ein subjektives Empfinden meinerseits ist.
meine Erinnerung, mein altes Gehirn mich da irgendwie ein bisschen auf die schiefe Bahn bringt. Aber ich bin der Meinung, dass der EMP früher, ja, da war mehr irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, da war mehr. Und dieser Squadron Leader, oder Squadron Leader, oder wie man das auch immer ausspricht, der erinnert mich jetzt sehr stark dran, wie der EMP früher war. Meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, ich kann mich da auch täuschen, ich weiß es nicht. Egal. Ein weiterer Kandidat, allerdings ein Red Race, der zu mir gefunden hat, ist der Red Rappery. Der, ja, ähnlich wie der Squadron Leader, halt auch eine Latakia-Orient-Virginia-Mischung ist. Fällt mir auch nicht viel zu ein, außer zu sagen, lecker. Einfach nur lecker. Also Leute, die bisschen mehr Orient-Anteil mögen und auch mit dem Raumduft umgehen können und auf den Kauf nehmen, dass man aus der Pfeife so schnell erstmal nichts anderes mehr rauchen kann, außer halt diesen Tabak. Sie sollten den mal probieren. Er hat mehr Gehalt als der EMP, auch wieder geschmacklich gesehen, also von der Stärke sind sie alle gleich. Und ist noch ein Tick mehr Orient drin, meiner Meinung nach, als in dem von Samuel Gareth, im Squadron Leader. Aber wie gesagt, ich finde sie lecker. Also das sind Tabake, die ich, ja, also einen von den beiden rauche ich mindestens einmal am Tag oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die schmeckt einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, dann haben noch zu mir gefunden, kannte ich beide vorher so in der Form, also ich kannte sie beide überhaupt nicht, nur vom Hören sagen. Das sind die beiden Illstates. Und zwar einmal der, na, nicht so blenden, einmal der Dark Fired und einmal der Virginia Plug. Der Virginia Plug, kann ich ganz kurz machen, erinnert mich ziemlich stark an den Petersens Perfect Plug. So vom Komplett-Feeling. Also, ich mag ihn sehr, mag auch den Petersen Perfect Plug, aber in letzter Zeit hat sich, oder nicht in letzter Zeit, aber so im Laufe der ganzen Zeit hat sich jetzt doch herauskristallisiert, dass ich mehr so auf die ja, gehaltvolleren, stärkeren Tabake stehe. Also auch wirklich von mir aus, manch einer sagt Nikotinbomben, ich habe damit kein Problem. Immer gerne Nikotin, also stark dürfen sie ruhig sein, habe ich. Stört mich nicht, stehe ich drauf, stehe ich zu und lebe ich auch mit. Und das war gerne. So. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen mehr dazu sagen, mehr zum Dark Fired Plug sagen. Ich hatte ja dieses Experiment gestartet. Beide Tabake, den Irish Flake und auch den von Peterson und den Dark Fired Plug von Illicit Own parallel zu rauchen, um einfach auch mal festzustellen, welcher von beiden ist denn wirklich kräftiger, sowohl im Geschmack als auch vom Nikotingehalt. Und ja, kurzes Resümee. Ich liebe diesen Irish Flake von Petersens, gar kein Thema, keine Frage. Aber, und jetzt kommt das Aber, dieser Dark Fired Plug von Illstate Own, oder Illstate's Own, hat von allem etwas mehr. Allerdings gibt es bei dem Illstate eins zu beachten. Er hat am Anfang, also wenn ich an den Tabak rieche, dann ist das, erinnert mich das so ein bisschen an, ich sage das einfach mal so, an Leder oder an Leder eingetränkt in Old Spice. So, anders kann ich es nicht beschreiben. Also er schmeckt am Anfang ziemlich seifig, zugegebenermaßen, ist dadurch auch ein bisschen bissig. Also er ist kein Zungenbrand, sondern er ist einfach, ja, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Also bei einer Gewürzpflanze würde ich sagen Chili-Schärfe. Also, er hat einen scharfen Grundton, aber er schmeckt einfach genial. Also, wer stärkere Tabak mag und ihn noch nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall mal probiert haben. So, jetzt sind wir schon wieder an die 20 Minuten fast dran. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Nein, eins habe ich noch vergessen. Und zwar, wo ist es? Dieses kleine Stückchen. Bekam ich diese Woche oder Anfang der Woche zugeschickt, nachdem ich dem Herrn Lehmann einen Zahlendreher in meiner Postleitzahl mitgeteilt hatte,
sie wieder retour ging und er mich dann kontaktierte und sagte, Jung, deine Adresse ist falsch. So, wir dann telefonierten und dann klappte es reibungslos und ohne Probleme. Kam diese Lehmann Jubiläumspfeife zu mir. Diese war es auch bei Google Plus und wo auch einige andere, Rallygufti und Yogi und so, haben sie auch schon vorgestellt. Ich hatte mich entschieden für die Variante mit Moor-Eiche und ohne Filter. Also ich war total überrascht. Moor-Eiche ist sehr leicht. Also es ist ja nur, wenn ich jetzt die Petersens mal daneben halte, vom Kopf her, das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Also Füllvolumen nehmen sich beide nicht viel. Aber von der Kopfgröße, von der Menge Holz, die verarbeitet wurde, ist es ein himmelweiter Unterschied. Aber die beiden Pfeifen sind gleich schwer. Also da ist kein Unterschied zu spüren. Und ich habe sie die Woche auch schon das ein oder andere Mal geraucht. Bin total begeistert. Also sie raucht sich fantastisch und auch durch das leichte Gewicht, weil ich bin ja einer, der die Pfeife gerne zwischen die Zähne klemmt, überhaupt keine Probleme. Also ich möchte dem Peter Lehmann, falls er das sieht, auf diesem Wege auch nochmal danken und zu dieser wirklich absolut fantastischen Pfeife. Ja. So, ich denke mal, das ist okay. Das war mein Schlusswort. Tschüss, bis zum nächsten Mal.